wunderschönen guten Morgen, Leute. Unsere Tasche ist gepackt, Getränke, Essen, Wasser für die Hunde, Schwimmwesten für die Hunde, Handtücher, Badezeug und jetzt gehen wir Boot fahren. Wenn die wüssten, dass sie Silly, wiederkommen. Du hast keine Ahnung, was er mir für eine Bucht gezeigt hat. Nein. Du hast keine Ahnung, wo wir jetzt hinfahren. Du hast keine Ahnung, wie dein Hintergrund aussieht. Es sieht aus wie ein Swimmingpool, wo wir jetzt hingehen. Ach du Scheiße. What the fuck? So Leute. Gib mir mal das Handtuch. Das ist wieder so ein Grund, warum wir hier sind, ihr Lieben. Weil man sich einfach immer wieder frei fühlt. Weil man immer wieder gutes Wetter hat. Und weil die Leute auch hier echt lieb sind, Mann. Wirklich alle. Ohne Ausnahme. Und ich lasse jetzt meine Frau schön fahren und mach mir einen schönen. Haut rein. No sé que tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme. Que ya me gusta quien soy. Contigo me siento en control. El balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré. Lassen. Silly, wir bleiben genau hier. Ins Wasser gehen. Notch. Ihr seht ja selber, wo wir gerade sind und wirklich, wir würden es euch allen so unnormal gönnen, nach dieser ganzen Eskapade, die passiert ist mit dieser Corona-Dingsbums-Geschichte, würden wir es wirklich jedem einzelnen Menschen gerade gönnen, abzuschalten, wieder zu sich zu finden und Energie zu tanken. Ihr Lieben, fühlt euch alle gedrückt und wir hoffen, wir können euch ein bisschen positive Energie mit diesem Video verteilen. Na, so Leute, wir sind jetzt in der Bucht angekommen. Schaut mal das Wasser. Hier sollten wir ankern. Hier ankern wir auf jeden Fall jetzt. So, mein Notch hat jetzt den Anker geworfen. Jetzt werden wir erstmal frühstücken auf dem Boot. Und dann geht's ab ins Wasser, denke ich mal. Leute, guckt euch einfach, wie sauber das Wasser ist. Shit. Guckt ihn euch an. Notch, es ist wirklich... Guck mich mal an. Oh. Notchi. Ich puller grad so. Du Dreckhaufen. Oh, die wissen nicht mal, wo drinnen sie baden. Wie du aussiehst, ich sterbe. Du Müll. Baby, was machst du denn da? Ich schau jetzt rein. Ja, als ob. Hui! Fuck, Silly. Kleiner. Leute, er hat so Spaß. Baby, soll ich dir deine Schnorchelbrille geben? Gleich. Damit kriegst du ja richtig Luft. Hier sind Quallen. Was? Ja, ich schwöre, hier ist eine Quelle. Das ist bestimmt eine Tüte. Nee, eine kleine Qualle. Nimm sie mal. Nee. Oh Gott. Es wird aber angenehmer, man gewöhnt sich immer mehr dran. Bin so stolz auf dich, mein Leben. Leute, er sieht die ganze Zeit Sachen glänzen und dann geht er danach tauchen.
weil er denkt, es könnte Schmuck oder so sein. Ich schwör's euch, wir Kanaken, ne? Wir denken, überall liegt was aus, was man Geld machen kann. Extrem. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, es ist ein also so ein Dings, Deckel. Wie tief ist es hier? Ich schätze mal so 2,5, 3. So, Lud guckt jetzt, ob seine neue Schnorchelmaske funktioniert. Mal schauen. Tortolito no queda bien, bebé. Recuerda tus amigas diciendo que no ven. Esto sea duradero, que sea algo sincero. Que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor. Tú fuiste mi mejor versión. Tú hiciste lo que nadie quería. Leute, bitte guckt euch das Wasser an. Das ist doch wie ein Paradies. Krass. Es ist so schön, Silly. Oh, shit. No. Ich glaube, Lou wagt seinen ersten Klippensprung. Guckt ihn euch an. Wie kann man so süß sein? Ich bin so gespannt, was er jetzt macht. Ja! Hui! Baby, hattest du Spaß? Oh ja, jetzt bin ich aber erschöpft. Leute, guckt euch diese Wimpern schon wieder an. Unfassbar. Silly, ich bin krass stolz auf dich. Es ist so kalt. Du gewöhnst dich gleich damit. Schwimm ein bisschen, paddel ein bisschen, wärm deinen Körper auf. Das Teil kann ich nicht, das wird mir zu kalt. Musst du auch gar nicht. Wenn mein Nacken jetzt noch kalt wird, ist vorbei. Du kommst so langsam rein. Boah, Nocci, du weißt nicht, wie krass das Bild aussieht. Stell dir stell dir vor, man sieht jetzt so eine Haispitze auf einen zukommen. Daran habe ich schon gedacht vorhin. Daran denke ich immer. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich stelle mir immer vor, wie es wäre, wenn jetzt ein Hai angerast kommt. Silly, es ist so schön. Hey Kiki. Hi Bibi. Na, wo ist die Mutti? Hi Bibi. Er vermisst dich. Hi. Er vermisst dich. Wo ist denn mein Slippy? Hey, sie kommt doch wieder. Hey, Kiki, keine Angst, sie kommt wieder. Hi Bibi, Mama ist hier. Mama geht's gut. Mama geht's gut. Kleine. Mama hat Spaß. Mama hat Spaß. Kikolino. Hi. Geh lieber aus der Sonne, Schatz. Sie sind hier, schmeiß. So Leute, ich hab ein paar Cracker. Ich schmeiß sie jetzt dahin. Sie kommen, sie kommen. Habt ihr die Fische gesehen? Wo sie kommen, es sind so viele. Guck mal. Silly, ich habe gar keine Angst mehr, obwohl hier cool, alles Mann. Voll ist. Eigentlich hat Lisha echt immer richtig Bammel gehabt. Oh, Silly, bitte! Sie sind alle bei mir! Siehst du das? Ja. Alles ist voll mit Fischen. Okay. Guck mal jetzt, sie kommen. Oha! Guck mal! Guck jetzt! Ich muss stillhalten. Die haben Angst, die checken erst mal ab, ob du irgendwas machen willst. Nein, Kleine. Jetzt kommen sie. Mein Gott. Silly, es ist voll beim Boot. Ich gehe ein bisschen zurück, damit ihr in Ruhe essen könnt. Guck mal. Heftig. Silly, ich habe einfach keine Angst mehr. Richtig cool aber. Oh mein Gott, aber so nah muss es jetzt auch nicht sein. Silly, vor meinem Gesicht ist ein Cracker. Notch. Ist nicht schlimm. Die machen Silly. Doch nichts. Ja, soll auch nicht aufhören. Witzig, aber jetzt langsam nicht. Warum? Weil die Cracker an meinem Kopf sind. Ist doch nicht schlimm, die tun doch nichts. Silly. Silly, chill. So, ihr Lieben, es war so ein kranker Tag. Meine Unterhose hängt hier. Es war unfassbar. So schön. Und dann noch mit der schönsten Frau der Welt neben mir, die ich über alles liebe. Wo ist sie denn?
Ach, Celine. Kannst du sie mir vorstellen? Ja, sie ist auf der Kamera. Zeige ich dir nachher. Auf jeden Fall, es war, Leute, guckt euch einfach den Hintergrund an. Es ist so beruhigend, Leute. Es tut einfach so höllisch gut, abzuschalten. Ja, Leute, wir werden jetzt Richtung zurückfahren. Dann ankern wir kurz. Und heute Abend geht's zu Caro und Andrea. Genau, heute Abend gehen wir noch essen. Und dann kommen wir langsam. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen vloggen. Ja, warum nicht? Mal ein bisschen mit Caro und Andreas. Bis dahin, Leute, fühlt euch alle gedrückt. Wir haben euch mega lieb. Zeig mich mal nochmal. Und wir sind back am Start. Das ist natürlich Lisha 2.0. Das war richtig sexy jetzt. Ja, Celine, hast du super gemacht. Überall Titten, nackte Titten, der ganze Strand ist voll mit Titten, Wassertitten, Klippentitten, Häusertitten, überall Titten, Boote, Titten. Warum merkt man immer, dass wir aus Deutschland kommen? Das frage ich mich echt sehr oft. Weil ich deutsches Blut in mir habe, Junge. Nicht nur du. Das königliche deutsches Blut. So, ihr Lieben, jetzt fahren wir zurück. Wir haben uns hier noch ein bisschen in die Sonne gelegt, um zu trocknen. Jetzt fahren wir zurück. Die Kleinen sind auch K.O. Und dann tortolito no queda bien, bebé. Acuerdo de tus amigas diciendo que no ven. Esto sea dura, pero que sea algo sincero. Que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor. Tú viste mi mejor versión. Tú hiciste lo que nadie quería. Serías pop para mis poesías. Siento que tú solo sabes. Si pico con par de maldades. Spaß gemacht. Lotschi am Steuer, ungeheuer. Wir haben uns noch Kleinigkeiten angeguckt, ein paar Häuser, ein paar Buchten. Es macht einfach Spaß, so nur Sachen einfach mal zu sehen. Es ist einfach unfassbar schön. Yo no sabe lo que pasa. El primer verso, papi. Lo que manda aquí la clave. Este ritmo guaguanco. Mita mi chamaco, nadie nos resiste. Che no resiste. Aquí estamos bravo, la chema tan brava. Esta vida es brava, y yo también soy bravo. Por eso lo que repica son los cueros. Aquí lo que suena fuego. Mueve la abuela el pescadero. Acá lo mueve el agua. Wir sind zu Hause angekommen, haben fresh geduscht. Silly hat natürlich wieder eine richtig coole Farbe bekommen. Wir gehen jetzt zu Caro und Andreas, Abendessen und ja, wir nehmen euch mit, Leute! Silly, du bist schon ein bisschen krank, weißt du schon, ne? Wieso? Ich habe mich so benommen wie alle YouTuber. Kommt, Leute, wir gehen jetzt zu Caro und Andreas und ihr werdet es niemals glauben, wir nehmen euch mit. Wie dein Schuh noch quietscht, Alter. Schmutzt du? Leute, schaut mal bitte, wie wunderschön das ist. Und das ist wirklich ohne Filter. Jeden Tag sieht der Sonnenuntergang einfach komplett anders aus. So, ihr Lieben, ein wunderschöner Tag geht zu Ende. Es war so cool heute. Wir hatten so viel Spaß. Und ja, demnächst kommen auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Vlogs von uns. Denn hier kann man einfach verdammt viel unternehmen. Es macht Spaß. Und ihr wollt ja auch mehr sehen, habt ihr gesagt. Deswegen werden wir euch sehr gut versorgen. Fühlt euch alle gedrückt.